Heute gibt es einen Survival-Marathon und wir veranstalten kleine Yordle-Partys. Willkommen beim Release-Rundown. Wir starten mit einem Diablo-Konkurrenten, der am 21. Februar aus dem Early Access kommt. The Last Epoch wird von vielen jetzt schon als das bessere Diablo betitelt, vor allem, weil das Endgame deutlich motivierender zu sein scheint. Im Endeffekt ist es aber ein weiteres Hacken-Slash-Action-RPG, in dem ihr für Loot und XP, ja, hacken und slashen werdet. Wenn ihr bei Diablo ausgebrannt seid, könnt ihr hier für nicht mal 35 Euro aber nichts falsch machen. Zumindest bis Path of Exile 2 rauskommt, das wird die anderen nämlich komplett in die Tonne kloppen. Bandletale wird ein Crafting-RPG von Riot Forge. Rest in Peace an der Stelle. Dort erkundet ihr die namensgebende Stadt Bandle, in der die süßen Yordles aus League of Legends leben. Hier erfüllt ihr Aufgaben und sammelt Ressourcen, um Gegenstände herzustellen und euer Zuhause auszubauen. Abgesehen davon müsst ihr ganz nebenbei ein zusammengebrochenes Portalsystem wiederherstellen, um die Stadt zu retten. Aber alles zu seiner Zeit ist ja auch viel Druck. Erstmal Party machen, Digga. Das entwickelnde Studio Lazy Bear Games haben vorher Graveyard Keeper gemacht. Wenn ihr also Fans von Games wie Stardew Valley oder eben Graveyard Keeper seid, könnt ihr hier getrost Riot Forge die letzte Ehre erweisen. Nochmal, rest in peace. Pacific Drive gibt im Survival-Game-Genre einen Spin. Nachdem ihr ein paar Mal falsch abgebogen seid, werdet ihr in einen verfluchten Wald voller Monster und Anomalien teleportiert. Anstatt Survival-typisch eure Base auszubauen und zu verbessern, sammelt ihr Ressourcen, um euer Auto zu pimpen. Naja, okay, eigentlich um es die meiste Zeit irgendwie am Leben zu erhalten, aber ihr findet es auch in einem ziemlich roughen Zustand vor. Mit eurem treuen Gefährt fahrt ihr dann auf Expedition, um die Geheimnisse des Waldes zu ergründen und vielleicht auch hoffentlich einen Weg rauszufinden. Es gibt schon einige Previews, falls ihr eure Meinung selber bilden wollt. Ich bin leider kein Fan von Survival-Games, egal wie man sie dreht. Nightingale erscheint am 22. Februar im Early Access. Das, was einem hier geboten wird, sieht selbst für Survival-Verweigerer wie mich sehr beeindruckend aus. Ob es das ausgefallene Setting, die bunte Spielwelt oder die unterschiedlichen Kreaturen sind, auf die ihr treffen könnt, Nightingale scheint im derzeitigen Überangebot von Survival-Games wirklich herauszustechen. Hoffentlich kann es sich zwischen Enshrouded, Palworld, The Forest, Valheim, V Rising, Ark, Wrath, Tribes of Midgard, Minecraft, Conan Exiles, Don't Starve und Rust behaupten. Wie gesagt, ich bin wirklich kein Fan von Survival-Games, die fühlen sich für mich halt einfach an wie Arbeit. Außer Minecraft, Minecraft ist cool, bitte schieß mich nicht. Welcome to Paradise ist ein Zombie-Survival. Das ist ein Zombie-Survival-Game, wo ihr die Zombies mit so Mind-Control-Geräten gefügig machen könnt. Ähnlich wie bei SpongeBob. Eure untoten Freunde können euch dann auf Entdeckungstouren den Rücken frei halten oder eben in eurer Base die Drecksarbeit machen. Okay, fürs Zombie-Survival-Genre eigentlich ein ganz guter Take. Wir machen weiter mit Winters... Fühlen sich für mich halt einfach an wie Arbeit. Ähnlich wie bei SpongeBob. Winter Survival ist wie The Forest, nur im Winter und ohne Monster. Keine Ahnung, sieht jetzt nicht nach Grütze aus, aber so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal sehe ich da jetzt auch nicht. So, der Survival-Block ist jetzt endlich vorbei, Gott sei Dank, Alter, und wir machen weiter mit Star Wars. Star Wars Dark Forces bekommt ein Remaster mit aufgefrischten Texturen und Cutscenes. Mit dem kleinen Hype, den Boomer-Shooter derzeit erfahren, scheint das auch der perfekte Zeitpunkt zu sein. Diese Ästhetik wird doch niemals aus der Zeit fallen. Das sieht man auch bei Wrath, Eon of Ruin. Das ist ein Boomer-Shooter im Quake-Stil, der sogar in der Quake 1 Engine läuft. Für die geringe Polygondichte befindet sich der Titel aber auch schon unverhältnismäßig lange im Early Access. Das ist für Publisher 3D Realms aber nichts Neues. Die haben Duke Nukem Forever 12 Jahre lang entwickelt und dann einfach aufgegeben. Hier haben sie aber durchgezogen und scheinen damit auch ganz gut anzukommen. Wir kommen zu einem der Highlights des Jahres. Final Fantasy 7 Rebirth konnte ich mir bei einem Preview-Event bereits mal anschauen. Wenn es um Final Fantasy geht, bin ich leider eine totale Niete, aber die Fans hier waren absolut begeistert. Was einem beim ersten Anzocken direkt auffällt, ist, dass das Spiel wirklich verdammt gut aussieht. Holy shit, ist das ein schönes Spiel. Nicht zuletzt, weil es diesmal nativ für die PS5 entwickelt wurde. So könnt ihr größere Areale erkunden und habt dazu noch weniger Ladezeiten. Und guckt euch dieses Segway-Gameplay an. What a time to be alive. Wer den ersten Teil gut fand, kommt am zweiten nicht vorbei, vorerst leider nur, wenn man eine PS5 besitzt. Terminator Dark Fate Defiance ist ein RTS im Terminator-Universum und sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen. Jetzt wurde sich doch noch ein wenig Zeit genommen und das scheint gefruchtet zu haben. Leana Hafer von IGN schreibt, dass die Story und die Charaktere wohl ein wenig zweidimensional sein sollen, aber das Game an sich scheint wohl doch Spaß zu machen. Wir beenden die Folge mit Slave Zero. Das ist ein spannender 2D-Slasher im Retro-Look. In arcadiger Beat'em-Up-Manier splitzt ihr euch durch die Level und lebt eure Machtfantasien aus. Mit dem 1999 erschienenen Slave Zero hat es auf der Gameplay-Seite aber nichts gemeinsam. So, das war's mit dem Release-Rundown. Schreibt mir gerne in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Und ja, dann sehen wir uns Anfang Januar wieder.